Hallo miteinander! Es ist wieder mal Zeit für ein neues Wish Haul. Und zwar 5 Päckchen. Ich habe wieder ein bisschen gesammelt. Und wir packen mal 5 Stück aus. Natürlich habe ich das Größte verwünscht. Ich schaue gerade mal rein. Also, erstens ist es mal noch super verpackt. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt so miteinander auf. Weil natürlich habe ich die Schere nicht gerade hier. Nein, ich habe gerade so komisch geschaut, weil ich im Moment gerade gar noch nicht weiss, was es ist. Ich weiss es wirklich nicht mehr. Es kommt davon, wenn man so viel bestellt. Ich bin nicht die, die ständig den Bestellverlauf anschaut und so. Und dann sammle ich die 5 Stück. Und ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt noch. Ich rupfe hier so an diesem Zeug. Ist das echt? Hey, Leute. Ich habe wirklich einen Moment keine Ahnung, was das sein soll. Ah! Leck, Giovanni! Jetzt ist es gegangen, aber wisst ihr, ich habe mir das niemals so gross vorgestellt. Never ever! Jetzt ist es mir aber wieder klar, was es ist. Ich weiss nicht, vielleicht kennt ihr das auch noch. Wieso hat es da so ein Teil? Ich zeige es mal. Kennt ihr sicher noch, wo man auf dem Tisch Brösmeli zusammennehmen kann? Das kennt man doch noch von daheim, irgendwie von Grossmami oder so. Ah, darum. So, puh, stinkt wieder wunderbar. Typisch Wisch. So, jetzt machen wir das noch schnell. Ich setze es gerade schnell zusammen. Das ist vielleicht auch gerade einfacher gesagt als gemacht. He? Doch, ist gut. So. Et voilà! Fein kapisch! Jo! Also, es ist ein riesen Teil. Haben wir es wirklich nicht so gross vorgestellt. Und ob es wirklich funktioniert, das sind recht grob motorische Borsten hier dran. Jo! Testen. Auf alle Fälle war das Päckchen Nummer 1. Zwei. Mit dem Wish-Logo drauf. Habe ich auch nie so gekriegt. Und hier haben wir. Ah! Auch alles klar. Zwar. Ich hoffe, es funktioniert. Das hat in meinem Bad. Oder hat es zwei drin? Sieht das so aus, hat so einen Saugnoppen hinten dran und hier kann man den Lady Schäfer reinhängen in der Dusche. Wird doch gerade dann mal montiert, weil ich habe, im Moment habe ich noch so einen grossen Säckchen, wo ich... Oh. Doch, ein Duschsäckchen, ich weiss nicht, wie man dem genau sagt, wo ich all das Zeug drin habe, das ich nicht ständig brauche, aber jetzt könnt ihr den so anhängen, wenn es verhält. Päckchen Nummer 2. 3. Ein Lipstick. Schön in einem Karton verpackt. Und zwar von Langmani. Und zwar. Ich bin überhaupt nicht geduldig. Ich habe zwar die Lippen gerade eingeräumt, aber warte schnell. Wir testen den. Und zwar sieht er so aus. Also wirklich schöner, richtiger Stift. Velvet Rich heisst er. Stinkt nicht, wollte ich mal sagen. Ich komme ein bisschen näher. Doch, der sieht nett aus. Das ist gut.
kehr mich schnell um, dass ich noch einen Spiegel auch so richtig sehe, nicht an der Kamera. Doch, der gefällt mir. Supi. Wie gehst du? Wie viele Päckchen habe ich jetzt ausgepackt? 1, 2, 3. Dann kommen wir zum 4, glaube ich. Next one. Eine Gesichtsmaske, koreanische. Und zwar mit Aloe Vera. Kann ich jetzt nicht gerade testen, aber wir testen. Und, ich glaube, das letzte. Da fällt es mir gerade wieder zurück. Auch hier hatten wir wieder mal den Effekt, dass es glaube ich, auf dem Bild anders ausgesehen hat. Ich glaube, ich habe gemerkt, ich habe das in Rot bestellt, aber anscheinend ist das so ein Pink. Verschiedene lang. So ein Haargümmeli. Ach komm, probieren wir es doch gerade mal. Mit meinen halb nassen Haaren. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie reinkriegen. Jo, gehen wir erst rein, ich kehre mich mal ein, ist für euch um quasi. Vielleicht kann man es auch oben nehmen oder könnt ihr jetzt noch ein Messchen rein machen, ich weiss nicht, was die Idee genau ist. Aber hey, wisst ihr was? Ich finde das einfach mal eine coole Idee für ein Haargümmel, ist mal etwas anderes. Wenn man vielleicht noch so einen Dot hat, sieht das auch noch cool aus. Aber, was haben wir jetzt hier noch? Da hast du noch ein paar drin. 2, 4, 6, 1, 2, 3. Liebe Leute, ich habe es nicht mehr im Griff, ob ich jetzt 4 oder 5 Wischpäckchen ausgepackt habe. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Mal, es waren 5. Gut, ich würde sagen, eigentlich war das kein schlechter Wischeinkauf. Hast du schlimmer gebraucht, wie ihr wisst. Das war es wieder von mir für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt's gut und tschüss. Mit einem Aufstosser zuletzt noch tschüss sagen. I'm sorry. Ciao zusammen.